Wenn er seinen Hammer schwingt, dann wird alles versteigert, was nicht nied- und nagelfest ist. Auktionator Detlef Jentsch weiß nämlich ganz genau, wie man wertvolle Möbel, Skulpturen oder auch Gemälde geschickt an den Mann oder die Frau bringt. Kein Wunder also, dass wieder jede Menge Schnäppchenjäger und Glücksritter nach Riedberg bei Gütersloh pilgern, um bei der Versteigerung eines kompletten Hausstandes dabei zu sein. 20, 25, 30, 35, 35 zum Ernten, 40, 45. Papa sagt dem Mädchen nicht so viel. 65 dort hinten. Oh, das finde ich aber süß. 65, 70, 75 bei mir. 80, 80 zum Ernten, 80, 85. 85 zum Ernten, 85 zum Zweiten, niemand mehr. 85 zum Dritten. Die Preise hochzutreiben, das ist sein Geschäft. Seit fast 40 Jahren schwingt Detlef Jentsch den Hammer in Ostwestfalen. Jüngste Aufgabe des 73-Jährigen, das Anwesen eines Bildhauers mit Faible für Sakrales samt Wohnhaus, Scheunen, Inventar und komplettem Atelier loswerden. Die Familie des Künstlers hatte das Erbe ausgeschlagen. Doch zu sehen, wie hier alles unter den Hammer des Auktionators kommt, tut dem Schwager weh. Wenn ich 20 Jahre jünger gewesen wäre, dann wäre das jetzt nicht passiert heute. Da hätte ich gesagt, ich nehme das Erbe an, zahle die anderen beiden aus, schon hätte ich hier was Schönes hingebaut. Aber ich habe den Mut nicht mehr mit 77. Über 700 Positionen hat Detlef Jentsch mit seinem Team in den Wochen zuvor entstaubt, sortiert und katalogisiert, um die Versteigerung in Riedberg bei Gütersloh vorzubereiten. Das Atelier mit den letzten Werken des Bildhauers sowie die Einrichtung der alten Villa sind für den Experten ein kleines Paradies mit Kunst und Kitsch, Abstraktem und Antikem. Wir Versteigerer dürfen ja nicht ersteigern, die Familie hoch und runter auch nicht. Ich würde diese Uhr ersteigern dort oben. Das Jollene, will ich mal sagen, sieht zwar nicht so gut aus, aber das ist eine Uhr zum Übergang zum 18. Jahrhundert mit oben liegenden Pendel. Ein Eisenwerk. Und das ist etwas, ich liebe das Originale. Die unten diese Aufsätze sind zwar so aus der Gründerzeit, aber der Holzkasten als solches. Und das wäre etwas, das gibt sich jeden Tag, das würde ich gerne ersteigern. Darf kosten? Das darf kosten, ist, glaube ich, nur mit 500 Euro angesetzt. Sie zahlen? Ich zahle 550. Um sich das ein oder andere Andenken oder Schnäppchen zu sichern, begutachten Nachbarn, Bekannte und Freunde, was Hubert Hartmann seiner Familie hinterlassen hat. Doch Versteigerungen des 73-jährigen Jentsch sind auch für Antiquitätenhändler, schaulustige Schnäppchenjäger und Kunstexperten feste Termine. Joachim Göbel hat die Vorbesichtigung seit Wochen im Kalender stehen. Deshalb hat der Monsignore auch seinen Museumsdirektor als Fachberater gleich mitgebracht. Göbel ist Dompropst des Erzbistums Paderborn und hat einen ganz persönlichen Wunsch. Ja, ohne jetzt vielleicht viel Kunstverständlichkeit hier zu beweisen, gibt es einen, die Figur eines guten Hirten, natürlich für einen Priester immer ganz interessant ist, die ich gesehen habe, die mehrfach auftaucht als Motiv. Das würde mich interessieren. Und Preis von? Ich glaube noch 80 Euro, aber das wird es wohl nicht bei bleiben, vermute ich mal. Ich bin zum ersten Mal auf so einer Auktion. Weil er keine Zeit mehr hat, überlässt der Dompropst seinem Museumsdirektor den Rest. Wie sein Auftraggeber hat auch Professor Dr. Christoph Stiegemann ein Herz für Schönes und Sakrales und Kleingeld dabei. Position 41, eine Bronze, ein guter Hirte, 55 Euro. Eine Originalbronze, wir haben also einen Schocker dabei, 55. Der gute Hirte bekommt in Paderborn ein neues Zuhause. Für den Dompropst gibt es statt der kleinen die große Ausführung. Zum Preis von 750 Euro plus Nebenkosten. Es ist ein wunderbares Gefühl. Hätten wir auch nicht gedacht, dass es so günstig ist. Also die Preise sind dann doch in der Auktion unberechenbar. Da müssen wir dann auf dem Gewief sein und die Dinge dann auch nach Möglichkeit möglichst günstig für Mutterkirche erwerben. Das ist keine Frage. Hier hat der Dompropst jetzt wirklich einen sehr persönlichen Wunsch ausgesprochen und ich bin sehr glücklich, dass wir ihm den erfüllen können jetzt. Den guten Hirten, der im westfälischen Volksmund Spökenkieker heißt und als Seher gilt, den hätte auch Reinhold Everding zu gerne gehabt. Der Neffe des verstorbenen Bildhauers war gegen das Gebot des Museumsdirektors allerdings chancenlos. Dafür hat Everding ein Auge auf einen alten Schrank seines Onkels geworfen.
Hier hat er als kleiner Junge manchmal Süßigkeiten aus der Schublade stibitzt. 350 Euro zahlt der Versicherungsmakler am Ende für die antike Aufsatzvitrine. Für ihn ein Stück Kindheit, das einen Ehrenplatz im Wohnzimmer bekommen soll, wenn die beste aller Ehefrauen mitspielt. Ich glaube, sie wird sich erstmal freuen und auf der anderen Seite müssen wir dann mal sehen, welcher perfekte Ort für dieses Schmuckstück dann nachher vorgesehen wird. Vielleicht muss was verkauft werden, was umgerichtet werden, umgerückt werden, mal schauen. Aber das muss einen Ehrenplatz bekommen bei uns im Wohnzimmer. Also es war für mich eigentlich immer schon ein Traum, hier irgendwas mitzunehmen, was mich an meinen Onkel erinnert, an meine Tante und an die Zeit, die ich hier mal verbracht habe als junger Mensch. Auch für die alte Villa hat Detlef Jentsch nach mehreren Anläufen einen Käufer gefunden. Über 400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche auf einem Riesengrundstück für 400.000 Euro. Sich von einem Teil seiner Vergangenheit zu verabschieden, aber geht Paul Everding, der mit Verwandten das Erbe ausgeschlagen hatte, am Ende der Auktion doch ans Herz. Kommen Emotionen hoch, ne? Tja, soll man machen, ne? Ich hatte es mir leichter vorgestellt. Heute, wo der Tag ist, fällt es halt doch schwer. 70 zum Ersten! Für Detlef Jentsch ist der Job nahezu erledigt. Der Auktionator strahlt, denn auch seine Kasse stimmt, obwohl die alte Uhr mit dem Eisenwerk weit unter Preis weggegangen ist. Und weil er sich trotz seiner 73 Jahre immer noch topfit fühlt, will er weitermachen. Zum Dritten! Solange der liebe Gott mir diese, ich sag mal, Gemütlichkeit noch gibt und Verständnis und vor allen Dingen, dass ich mich nicht aufregen lasse. Obwohl er mit dem alten Schrank ein Mega-Schnäppchen gemacht hat, ist Reinhold Everding fast so traurig nach Hause gegangen wie sein Herr Vater. Denn der muss den Erlös aus der Versteigerung jetzt mit der Erbengemeinschaft teilen und versteuern. Und weil alles unter den Hammer gekommen ist, bleibt am Ende nur noch die Erinnerung an ein Stück Familiengeschichte.